laut Garantie kriege ich nichts mehr, weil so ein Wohnwagen muss normalerweise jedes Jahr zur Dichtheitsprüfung. Hallo und schönen guten Tag, dass ihr wieder mit dabei seid. Hinter mir der Hobbywohnwagen 660 WFU, also Hobby 660 WFU mit dem horrenden Wasserschaden hinten an der Ecke. Aber das soll das kleinste Problem sein, aber schaut mal her, das ist schon heftig. Das ist ein Wasserschaden über mehrere Jahre, der hier oben reingekommen ist. Wie ihr seht, habe ich mir schon meine Liftbühne hier hingestellt und ich werde jetzt mal oben beginnen, langsam alles auseinanderzunehmen. Ich werde auch hier drin beginnen, Fenster ausbauen. Achtung, Jesus Maria. Ich werde das Badmobiliar in dem Bereich ausbauen und mal alles freilegen und mir mal ein genaues Bild verschaffen, wie groß der Schaden in Wirklichkeit ist. Viel Spaß mit dem Video. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine Bestandsaufnahme von innen, damit die, die die letzten Videos nicht gesehen haben, das Ganze auch sehen. Ich habe hier festgestellt, hier ist er noch in Ordnung und hier fängt es an, weich zu werden. Hier oben ist alles noch ein bisschen härter, aber je weiter runter man kommt, hier unten, hier wird alles weich. Jetzt weiß man nicht genau, kommt das von dem Fenster, ist irgendwas mit dem Fenster, weil hier ums Fenster rum ist alles mal mördermäßig morsch. Schaut mal, da fällt alles raus, da ist alles ekelhaft, hier alles zerfressen, schaut mal her, ekelhaft. So, und hier, die Seite ist fix, aber hier ist alles weich, hier wird es wieder fester. Also wenn ihr mich fragt, hat es um das Fenster rum gefressen, das wäre natürlich super, und hier hochgezogen, weil hier oben wird es komischerweise wieder fester. Aber das werden wir sehen. Ich muss hier dieses ganze Mobiliar ausbauen, inklusive dem Fenster, auch hier oben diese Lichtleistenblende. Und dann werden wir ja sehen, was dahinter zum Vorschein kommt. Das Fenster werde ich ausbauen. Ja, soweit mal zur Bestandsaufnahme bzw. zu meinem Vorhaben. Dann mal dran und viel Spaß. Ich will hier gerade die Schrauben rausdrehen und sehe, dass diese eine Schraube, warte mal, ich muss die hier hinlegen, die ist schon komplett abgefault hier. Fenster ist draußen, jetzt kommt der große Moment. Uah, das ist heftig. Da könnte man meinen, dass die Dichtung hier auch gar nicht richtig dran war. Uah. Na. Hier ist alles. Auf der Seite. Oh, da haut schon das Holz raus. Ach, komm schon. Das ist alles getackert. So. Das ist auch kein Fenster für die Seite, wenn ihr mich fragt. So, raus damit. So sieht das jetzt mal ohne aus. Und jetzt filmen wir mal da rein. Das ist alles morsch hier. Ekelhaft und morsch. Uah, da kommt alles runter. Wir gar nicht wissen, wie viele Tiere da drin sind. Da wird mir jetzt nichts anderes übrig bleiben, wie mal das Mobiliar innen rauszubauen. Ich habe hier so ein schönes kleines Werkzeug. Damit kann ich meine Kappen hier abmachen. Und genauso auch hier oben dann diese kleinen Bämberlen, Abdeckungen, hier sieht man es auch noch, das muss alles weg. Das habe ich jetzt hier raus, hier oben, und alle elektrischen Verbindungen jetzt mal von den Lampen wegmachen. Ich habe mir das jetzt provisorisch hier hingestellt, zwei Lampen wieder angeschlossen, dass ich ein bisschen Licht habe. Und siehe da, hier oben auch schon ein bisschen Dürre. Also hier oben ist mit Sicherheit auch ein Wassereintritt. Ich glaube, dass das nämlich zwei Schadstellen sind. Einmal das Fenster und einmal hier oben. Aber hier oben ist es jetzt nicht ganz so dolle. Hier ums Fenster rum ist es eher schlimmer. Aber
ich baue das jetzt noch aus. Dann werde ich das Regal hier erstmal ausbauen. Das ist von hier unten befestigt. Das sieht man hier mit 4 Elementen. Den Spiegel habe ich jetzt auch mal ausgebaut. Jetzt werde ich mal noch diese Wand hier wegmachen und schauen, wie das hier da hinten verankert ist. Das Ganze scheint ein bisschen kompliziert zu werden, aber das werden wir schon noch schaffen. Das hier, also dieses Teil, ist tatsächlich hier von hinten verschraubt. Jetzt weiß ich nicht, da komme ich jetzt nicht rein. Hier haben wir ja schon die Außenwand. Ich muss mir da Gedanken machen, wie ich da dran komme und wie ich dieses Eckteil rausbekomme. Das wird jetzt ein bisschen, ja, weil ich, ich weiß, dass Mobiliar teilweise vorher eingebaut wird, bevor überhaupt der Wohnwagen zugemacht wird. Von daher wird sich das jetzt als ein bisschen knifflig herausstellen. Aber ich schaue mir das gemütlich an und halte euch weiter auf dem Laufenden. Weil wenn ich Pech habe, muss ich diese ganze Toilettenkiste da auch noch ausbauen. Hier unter dem Waschbecken, habe ich hier hinten gesehen, ist einmal dieses Teil verschraubt. Und hier unten auch nochmal hinter diesem Röhrchen. Wenn alle Stricke reißen, muss ich den Waschtisch auch ausbauen. Aber nichts ist unmöglich. Das Toilettenhäuschen habe ich jetzt auch mal draußen. Das war eigentlich auch nicht so schwer. Das waren 4 Schrauben auf der Seite, 4 Schrauben auf der Seite, 2 Schrauben in dem Schrank hier drin, von der Seite hier ins Brett rein und 2 Schrauben in dem Schrank hier unten drin, auch von der Seite hier ins Brett rein. Aha, und hier kommen dann schöne weitere Schrauben zum Vorschein für dieses Eckschrankerl. Da oben die 2 habe ich schon raus. Dann machen wir die mal raus und schauen, was passiert. Dann ist es hier recht knifflig. Das heißt, um dieses Brett hier rauszukriegen, muss ich diese Spültaste hier ausbauen. Hopsa. Muss ich diese Spültaste hier ausbauen. Und schaut mal her, darunter verbirgt sich noch eine Kreuzschlitzschraube. Und die muss natürlich raus. Und dann geht das Ganze auch schön raus. Das legt man hier aufs Klo mit drauf. Das habe ich mal hier ein bisschen zur Seite gestellt. Und jetzt habe ich Platz hier für die Entnahme von dem Schrankerl. Ich muss nur noch gucken, wo das auf der Seite hier fixiert ist. Das ist wahrscheinlich beim Waschtisch irgendwie. Ich muss jetzt Stück für Stück hier das Waschteil zerlegen, weil irgendwie ist es da unten befestigt. Und ansonsten, das ist wahrscheinlich von innen hier miteinander verschraubt. Das ist als ein Teil reingekommen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, wie eben das irgendwie versuchen voneinander zu kriegen oder ein bisschen rauszukriegen, damit ich eben da hinten dran komme. Also hier oben war das mal ein voller Erfolg. Ich habe hier mit meiner Druckluftwinkel, ja, mit meinem Druckluftwinkelschrauber habe ich die 2 Schrauben jetzt hier von innen losgekriegt. Da bin ich hier hinten rein, habe das herausgefuddelt, das Brett ist weg. Dann dieses Seitenteil hier raus. Jetzt bin ich da schon ein bisschen offener. Aha, und da unten sitzen auch noch ein paar Schrauben. Verstehe. Ich komme der Sache langsam näher. Also hier lässt sich es mal bewegen. Hier oben lässt sich es auch schon bewegen. Jetzt muss ich noch schauen, wo es da hängt. Also ich bin, es macht schon ganz gute Fortschritte. Ich habe das Rätsel gefunden und zwar hier drin ist noch eine Schraube. Hier. Wo haben wir sie? Da sieht man sie gut. Ich konnte das jetzt hier lösen, aber um das Eck frei zu kriegen, muss jetzt dieses Gestell noch raus. Das sind noch diese 4 Teile hier und dann dürfte ich es geschafft haben. Ich habe es geschafft, Leute. Das war jetzt eine Tortur, aber ich habe das Eck jetzt hier komplett frei. Das heißt, diese schöne, ja, wie nennt man das, Mobiliar-Verkleidung ist weg. Ich werde das jetzt hier noch abschließen, damit ich das komplett raustragen kann. Das heißt, der Schalter muss ab, die Steckdose muss ab. Und dann habe ich das Eck frei. Dann kann ich das freilegen, oben alles aufmachen. Und dann sehe ich ganz genau, wo das Wasser eben reingekommen ist. Und dementsprechend kann ich dann abdichten. Das alles hier wieder schön instand setzen. Also so wie das ausschaut, hier haben sie irgendwie daneben gebohrt, keine Ahnung. Aber hier könnte gut sein, dass der Wassereintritt stattgefunden hat. Weil
wenn ich hier hinten hinschaue, hier hinten ist alles bibi fein trocken. Auch hier hinten ist alles trocken. Auch die Naht hier oben, das sieht mir alles gut aus. Da ist auch nichts feucht und keine Feuchtigkeitsstellen. Nur hier eben an der Ecke. So. Und da können wir dann oben mal aufmachen. So sieht man es besser. Da können wir dann oben mal aufmachen und schauen, wo es herkommt. So schaut es jetzt mal aktuell hier in der Bude aus. In der Dusche habe ich die ganzen Teile abgelegt. Und hier unten ist alles zerbaut, zerpflückt. Hier auch. Ich habe das Kabel nicht abgeschlossen. Das hat mir gereicht, das darüber zu stellen. Diese große Schrankeinheit oder diese Verkleidungseinheit. Und ich mache mich jetzt erstmal draußen dran und schaue mich um, wo das hier herkommt. Was würde ich denn ohne meine schöne Hebebühne machen? So, da sind wir schon. Und das werden wir jetzt alles hier aufmachen, das Stück freilegen, weil genau hier ist der Wassereintritt, so wie es aussieht. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen. Achtung, da, ohohohoho. Da, Jesus Maria, da ist feucht. Alles klar, da haben wir schon. Das schön machen, das alles schön sauber machen, schön abdichten, innen drin schön machen. Oh, das sieht doch mal nicht schlecht aus. Schön, wenn man so Fehler findet auch. Ich beleuchte das jetzt mal ein bisschen hier. Seht ihr das genauer? Das hat es richtig verballert. Da ist ewig lang Feuchtigkeit rein und dementsprechend hat es halt nach unten gearbeitet und deshalb kaputt. Aber wir richten das. So, schaut euch das nochmal ganz genau an. Hier ist alles offen gewesen, da ist die Feuchtigkeit rein. Das ist praktisch, hier ist noch alles gut und da merkt man, dass das alles hier weggegangen ist. So, schaut es euch nochmal an. Ich werde das jetzt alles picobello sauber machen. Und dann, bevor das wieder sauber geschlossen wird mit Sikaflex, werde ich euch das nochmal zeigen. Und ich muss auch sagen, von Seiten Hobby ist es natürlich eine saumiserable Arbeit. Also der ist 2017 gebaut und egal, ob der jetzt 5 oder 6 Jahre steht, das darf nach 5, 6 Jahren so einfach noch nicht passieren. Da muss ich sagen, liebe Hobbyleute, macht das mal ein bisschen ordentlicher. Weil komischerweise passiert es fast bei jedem. One eternity later. Den Zwischenstand muss ich unbedingt filmen. Jetzt habe ich mal alles, was nass ist und irgendwie morsch war, alles weggekratzt, rausgekratzt, alles entfernt. So sieht es aus. Da ist das Wasser seinen Weg gegangen und schaut da oben, juhu, da kommen wir genau an die Stelle, wo das ganze Wasser rein ist. Ab hier, das ist alles wunderbar trocken. Das hat hier irgendwie durch diesen Holzrahmen, weil darunter ist Styropor, das ist alles, ich habe es extra mal ein bisschen aufgemacht, das ist alles super trocken. Es hat praktisch hier über diesen Kanal bis hier hingezogen, alles hier ums Fenster rum verfault. Das werde ich aber alles noch schön mit meiner speziellen Säge dann aussägen und richtig schön neues Material dann einkleben. Da muss ich mal zu Hobby fahren. Wir haben ja hier in Gmunden Hobbyvertretung. Das werde ich noch alles ein bisschen, aber das hier ist alles noch gut. Das ist nur oberflächlich jetzt ein bisschen dreckig vom Abziehen von meiner Folie, die da drauf war. Die muss ich mir auch versuchen neu zu besorgen, dass wir hier den gleichen Farbton kriegen, dass wir das dann sauber hier anpassen können. Aber das soll das kleinste Problem sein. Aber schaut mal her, das ist schon heftig. Das ist ein Wasserschaden über mehrere Jahre, der hier oben reingekommen ist. Ich mache Schluss für heute. Ich bin fix und foxy. Wirklich, also so eine Arbeit habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ich getraue mich ja eigentlich an alles dran. Und wenn man genau hinschaut, es lohnt sich, weil hier ist alles picobello noch. Das heißt, es ist wirklich nur dieses Eck marode. Und
das kann man alles wieder schön richten. Wie ihr seht, ist halt Arbeit. Von außen gehört es wieder sauber abgedichtet dann. Aber hier fahre ich erstmal zu Hobby und guck mal, was ich da bekomme. Vielleicht geben sie mir ja irgendwas, sag ich mal, weil ich zeige denen die Bilder, gebe denen die Fahrgestellnummer und sage, hey, Baujahr 2017, bitteschön. Mal schauen. Laut Garantie kriege ich nichts mehr, weil so ein Wohnwagen muss normalerweise jedes Jahr zur Dichtheitsprüfung. Und wenn man mit dem Wohnwagen nicht zur Dichtheitsprüfung fährt, merkt euch das, wenn ihr euch einen neuen Wohnwagen kauft. Fahrt jedes Jahr zu eurem Händler, zahlt lieber die paar Euro Dichtheitsprüfung. Weil wenn nicht jedes Jahr diese Dichtheitsprüfung gemacht wurde, dann gibt es überhaupt gar keinen Garantieanspruch. Also, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Weil hier sieht es echt übel aus, aber der Fehler ist erkannt, die Eintrittsstelle ist auch erkannt. Das heißt, ist einfach nur noch saubere Arbeit gefragt und wird mit Sicherheit weitergehen. Ich beende das Video für heute und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, beziehungsweise den Kanal abonniert und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Und zur Belohnung des heutigen Tages habe ich mir für unsere anstehende Dubai-Reise einen MacBook Air, einen ganz neuen, geleistet, damit ich schön eure Videos schneiden kann. Echt geiler Scheiß. Auf jeden Fall.